Zwei Künstler, zwei Werke, die unterschiedlicher nicht sein können. Da ist der Däne Jesper Østerbye, Jahrgang 1937, gestorben 2010, mit seinen Farbexplosionen. Selbst vor fluoreszierenden Effekten wird nicht zurückgeschreckt. Und der Bildhauer Reinhard Buch, geboren 1954. Er lebt und arbeitet in Hirschburg bei Ribnitz-Damgarten. Skulpturale Sinnsuche. Am 7. August wurde im Rostocker Museumshaus August-Bebel-Straße 1 die Ausstellung der beiden Künstler eröffnet. Ein Gemeinschaftsprojekt der Vereine Kulturhistorische Gesellschaft der Kulturstiftung Rostock und der Sozietät Rostock Maritim. Es ist ein sehr schönes Zusammenspiel. Natürlich bin ich im Vorteil, dass ich die Räumlichkeiten, egal wie sie gebraucht werden, bieten kann. Und naja, was nicht geht, mache ich dann möglich, dass ich dann vielleicht irgendwas noch ausräume. So wie bei dieser Ausstellung jetzt, habe ich gesagt, okay, ihr kriegt das Turmzimmer noch dazu und ihr kriegt auch den Raum noch dazu. Und es macht Spaß. Es macht einfach Spaß, weil die Leute sehr zugänglich sind und immer neue Ideen haben. Und das ist fürs Haus gut. Und ich sage ja immer wieder, wenn das Haus besucht wird, dann muss die Stadt auch mal was tun. Im Laufe der Zeit ist uns klar geworden, dass das ein guter Beitrag ist zur kulturellen Bereicherung der Hansestadt, die, glaube ich, deutlich mehr Kultur vertragen kann. Und vielleicht entwickelt sich daraus eine Tradition, dass wir jedes Jahr zur Hansestadt eine solche kulturelle Bereicherung organisieren. Zumal wir einen dänischen Bürgermeister haben, eine neue Honorarkonsulin, kann man vielleicht auch das deutsch-dänische Kulturverhältnis ausdehnen. Ich bin sehr glücklich. Die jahrhundertealte Beziehung zwischen Rostock und Dänemark erlebt durch den dänischen Oberbürgermeister Rostocks durchaus Konjunktur. Gerade auf kulturellem Gebiet gibt es hier noch viel Potenzial. Ausbaufähig, meint auch die dänische Honorarkonsulin. Ich glaube noch nicht, dass es sich intensiviert hat. Ich glaube, das wird alles erst noch kommen. Der Fokus liegt natürlich darauf, was können wir lernen von unseren skandinavischen Partnern? Was können wir an Interaktion zwischen beiden Ländern tatsächlich geben und nehmen? Und ich glaube, das ist das Besondere, was uns die nächsten Jahre auch begleiten wird. Und der Oberbürgermeister befeuert das natürlich. Und wenn wir dann alle zusammen an einem Strang ziehen, ist es bestimmt toll, sowohl für Dänemark als auch für uns in Mecklenburg-Vorpommern für Deutschland. Zurück zu den Künstlern. Kuratiert wurde die Ausstellung durch die Kunsthistorikerin Heidrun Lorenzen. Sie kann auf persönliche Beziehungen zur Künstlerfamilie Østerbye verweisen. Wir sind dort mal zu Besuch gewesen und haben gesagt, wunderschön, müsste man eigentlich mal in Rostock ausstellen. Und wir wussten ja auch, dass er viel mit Aarhus zu tun hat, mit unserer Partnerstadt. Und das passte ja eigentlich prima. Wenn jemand Kunst in Worten vermitteln kann, das Unsagbare fassbar machen kann, dann Katrin Arietta. Sie schürft tief am Wesentlichen. Reinhard Buch ist zwar auf einer anderen Ebene angesiedelt und er hat sich aber ähnlich frei gemacht wie der Jesper Østerbye von Autoritäten und auch von Konventionen. Also die Bildhauerei hier in Deutschland kommt ja von der geschlossenen Form und vom Monumentalen und vom Aufrechten. Und er hat das alles aufgelöst und ist auch auf dem Weg, Formen zu finden für ganz andere Dinge, also für mikroskopische Vorgänge und für Dinge, die sich unter Wasser abspielen, für die Auflösung von Formen und das Wiederzusammensetzen, Werden und Vergehen und so weiter. Und hier ist es ja genauso. Hier werden also Autoritäten verlassen und es werden Konventionen aufgelöst und man findet zurück zu einer Ausdrucksweise, die irgendwie kindlich ist. Also Reinhard Buch empfinde ich nicht als kindlich, diese malerische Position schon ein bisschen, aber das ist eine Leistung, da möchten viele Künstler gerne hinkommen. Und Reinhard Buch, Bildhauer, der auch in Rostock Zeichen gesetzt hat, wie steht er zum Werk seines Ausstellungspartners? Erstmal hatte ich ein sehr angenehmes Eingangsgefühl, weil das sehr offen und sehr eine abstrakte, kraftvolle Formsprache ist. Und das Zweite war, dass man dann natürlich auch erkennt, was den Maler so inspiriert. Ja? Also dass er sozusagen in den Bildern Fenster öffnet, die wiederum Bilder sind und dadurch mehrere Schichten erzeugt. Das sind Sachen, die habe ich jetzt entdeckt, das ist fast durchgängig bei jedem Bild da. Und dann
diese Formsprache, die sich also von Bild zu Bild immer wieder eine neue Erfindung. Vor Ort auch der Sohn von Jesper Österbü, ein lebendiger Charakter, der das Werk seines Vaters verinnerlicht hat und selbst, wenn auch auf einem ganz anderen Gebiet, kreativ ist. Er war einer jener Künstler, der Dinge erforscht hat. Nicht, weil er reich werden wollte, ihn interessierte, wie die Farben funktionieren, wie wirken sie im Zusammenspiel. Ich bin Informatikprofessor, erforsche Dinge, das habe ich von meinem Vater, glaube ich. Die Ausstellung mit Werken von Jesper Österbü und Reinhard Buch ist noch bis zum 17. Oktober in der Sozietät Rostock Maritim täglich von 10 bis 18 Uhr zu erleben.